Warum hältst du es denn für wichtig, kommenden Sonntag wählen zu gehen? Ja, wenn wir nicht wählen, wer vertritt denn sonst unsere Meinung? Hallo, hier ist Kiran von Univision. Wir werden im Folgenden eine kurze Umfrage zu der anstehenden Europawahl machen. Warum hältst du es für wichtig, dass man bei der Europawahl seine Stimme abgibt? Weil Rechtspopulisten in Europa im Moment auf dem Vormarsch sind. Gleichzeitig befindet sich die EU in einem Stillstand, aus dem man sich herausbewegen muss. Ich bin sowieso sehr pro Europa und also ich würde sagen, dass es wichtig ist, wählen zu gehen, um trotzdem einfach seinen Einfluss irgendwie damit einzubringen in die Europäische Union. Ja, ich finde auch, dass Wählen einfach ein Privileg ist und es ist fatal, es nicht zu nutzen. Also jeder sollte seine Stimme abgeben für das, was er steht einfach. Weil, naja, also das Europaparlament ist mittlerweile eines der wichtigsten Gremien halt überhaupt auf dem Kontinent. Also viele Sachen, die mittlerweile entschieden werden, die werden ja nicht mehr im Bundestag entschieden, sondern halt gerade dort. Und da ist es halt wichtig, dann auch dabei zu sein. Das ist ja die einzige Möglichkeit, das Volk zu repräsentieren. Ja, ich denke, momentan ist in Europa eine schwierige Situation, dass die Länder oft nicht einer Meinung sind. Und gerade um den stärkeren Ländern wie Amerika oder Russland gegenzuwirken, ist eine Einigkeit in Europa schon wichtig. Warum vermutet ihr, haben die Europawahlen im Vergleich zu beispielsweise Bundestagswahlen so eine niedrige Beteiligungsquote? Ich kann mir halt vorstellen, dass viele, quasi, weil Europa ja nicht quasi das eigene Land ist in dem Sinne, nicht denken, dass sie da viel Einfluss drauf haben, beziehungsweise gar nicht sehen, glaube ich, was die EU alles macht. Und deswegen glaube ich nicht unbedingt denken, dass es sie betrifft. Ich denke mal, das liegt einfach vor allem halt daran, dass für die meisten Leute einfach Europa vielleicht ein bisschen, also jedenfalls die europäischen Institutionen vielleicht ein bisschen zu weit entfernt sind oder dass es einfach zu abstrakt wäre. Und weil halt auch die ganzen Persönlichkeiten vielleicht zu wenig Spielraum oder Medienwirksamkeit wirklich in den Informationswegen einfach haben. Ich hatte bis zu diesem Jahr auch den Eindruck, dass dafür deutlich weniger geworben wurde als für Bundestagswahlen oder ähnliches. Also dieses Jahr war das erste Mal, dass ich wirklich mitbekommen habe, dass Leute aktiv dafür geworben haben. Auf der Suche nach potenziellen Interviewpartnern haben wir viele Absagen bekommen. Viele Leute haben es einfach damit begründet, dass sie nicht gefilmt werden wollen oder dass sie keine Zeit hatten. Auf der anderen Seite haben allerdings auch sehr viele Leute erst dann abgesagt, als das Wort Europawahl fiel. Dies zeigt uns eigentlich ziemlich eindeutig, dass die Leute von diesem Thema immer noch viel zu weit entfernt sind und dass dort dringend Aufholbedarf besteht. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass ihr kommenden Sonntag wählen geht. Geht wählen.